nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She's once alive, I'm for a baby. All on her own, no one will come. She's gotta save him. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr habt gerade schon den kurzen Einspieler gesehen, denke ich, ich will jetzt einfach nicht mehr auf Revi aufnehmen, das bockt sich gerade gar nicht. Auch wenn Gomme vielleicht die beste Option stattdessen ist, aber ich denke mal, selbst hier finde ich gerade mehr coole Player als da auf Revi. Ich möchte erstmal gleich am Anfang sagen, wie ihr wahrscheinlich seht, 120 FPS Aufnahmen, 500, 600 FPS Ingame, flüssig, sexy Aufnahmen, vor allem für PC-Leute, die das jetzt gucken. Man müsste schon eine kleine Qualitätssteigerung merken, ich habe jetzt einen neuen PC. Wir haben die PC-Teile aus den besten und preisgünstigsten PC-Teilen für mein Preisverhältnis so zusammengestellt, in Sachen Schnitt-PC vor allem. Daran haben wir so hauptsächlich gedacht. Und der ist jetzt angekommen, den habe ich direkt zusammengebaut. Hier ändert sich meine Qualität wirklich krass, vor allem so Sachen wie Clips etc. werden jetzt wieder kommen. Und warum ich manchmal solche absoluten FPS tue, ach, oh, kein Wunder, huh. Außerdem wollte ich eigentlich auf Revi, weil Revi, wie gesagt, Revi ist Liebe, Leute. Revi ist einfach der beste Server, den es gibt, meiner Meinung nach. Ich liebe Revi und ich will Revi was zurückgeben und ihn supporten. Und das ist einfach... Wahrscheinlich habe ich diesen Hit nicht bekommen, oder? Wahrscheinlich habe ich einfach diesen Hit nicht bekommen. Ich will Revi was zurückgeben. Und ich denke, das ist auch irgendwo verständlich, weil Revi war der Server, der mich schon immer begleitet hat. So, da ist V1 weg. Pommes Elite. Stormt mich. Bitte. So. Hä? Der Gomme dachte sich, mir nur Partikel geben zu müssen, er hat gelaggt. Eigentlich wollte ich auf Revi das sagen und auch übel euch zeigen, yo, voll geil, danke nochmal an Onizius, ich habe jetzt YouTuber auf Revi. Aber ihr müsst euch halt vorstellen, leider Gottes, ist mein neuer PC dann erst später angekommen und ich wollte mit meiner alten Quali nicht das Video aufnehmen, yo, YouTuber-Rang auf Revi hyped. Und irgendwie finde ich es auch blöd, dass ich jetzt das Video aufnehmen muss auf Gomme, weil es halt, es passt halt irgendwie nicht, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt nicht der Stil, den man fahren sollte, wenn man gerade einen YouTuber-Rang erhalten hat. Und Bogen habe ich jetzt nicht nochmal Lust, Leute. So. Schnell. Danke, Gomme. Ja, moin. Gomme hasst mich aber auch, oder? Also Gomme ist auch, Gomme mag mich halt einfach nicht so richtig. Wie gesagt, wie ihr seht, ich kann ja kurz hier nochmal eine Zeitlupe einblenden. Das ist jetzt echt 10.000 Mal flüssiger und es sieht einfach smoother aus als vorher. Ich will jetzt auch übel geile Sachen bringen. Ich habe wirklich was vor. Nur leider, deswegen habe ich jetzt auch nicht auf Revi weiter versucht aufzunehmen. Leider habe ich gerade wenig Zeit. Beziehungsweise will eigentlich 2-3 Videos vorproduzieren direkt. Da ich unter der Woche mittlerweile wirklich viel unterwegs bin, sieht man auch immer auf Insta, Leute. Und deswegen nicht so wirklich Zeit für die Videos habe. Ich will online kommen, eine Runde aufnehmen, ein bisschen mit euch talken. Vielleicht irgendwas Cooles machen und danach ist erstmal Schluss. Außer ich finde mal wieder so mehr Zeit im Sinne von, ich habe Wochenende und kann da den ganzen Tag einfach mal Clips erspielen oder sowas. Darauf hätte ich schon wirklich extrem Bock, so mal Clips zu erspielen und da gehe ich mit der Picke rauf, weil ich glaube, sonst bekomme ich ihn nicht. So. Nein, ich habe keine Blocks mehr. Ich habe jetzt wieder Schule. Lol, ja moin. Danke an den, ich weiß nicht, was das da war, an den Hit. Und schade, dass ich nicht den Double Hit bekomme. Mal! Dass ich den Kack Double Hit nicht bekommen habe, man, so ein Mist. Das wird jetzt sehr riskant. Wo ist mein Mate? Wo ist mein Mate? Ich glaube, unser Bett ist gleich weg. Oh, oh, mein Mate ist da. Oh, Mate, bitte. Bitte, ich bin gleich tot. Gleich bin ich bei dir. Nein! Das war unser Bett. Nein, nein, nein. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer entspannten nächsten Runde wieder. Dass das jetzt so passiert, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich war auch gerade voll entspannt, so ein bisschen am Talken. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wo ich mich ein bisschen mehr aufs Gameplay konzentriere. Bis dann. So, Leute. Angekommen in der nächsten Runde. Wir sind jetzt in einer 8-1-Runde. Und Wuffy will auch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit draußen. Als ob man das hier nicht wegmachen kann. Ja, Leute, ich will so mich jetzt ein bisschen mehr aufs Gameplay konzentrieren und Boogie's mal weg kurz. Danke. Und kurz mal gucken, ob sich hier cool was reißen lässt. Ich denke mal, wir haben nicht so bekannt in der Runde. Hoffentlich, also keiner, der mir jetzt unbedingt was sagt. Und so an sich sieht es auch nicht schwer zu bewältigen aus. Jungs, mich würde übelst interessieren, also wirklich jetzt, mich würde wirklich interessieren, was haltet ihr derzeit, und ich betone derzeit nicht früher, sondern derzeit, von dem Update zu Rush und Baldur's zu dieser Teilung auf Revi. Also ich muss sagen, bei mir steht es derzeit übelst unter Kritik, bin ich ganz ehrlich, weil ich sagen muss, Rush
Wash wird eh nicht mehr gespielt, oder? Spielt einer von euch noch Wash und die Runden füllen sich auch? So, wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe das so absolut gar nicht. Warum es diesen Wash-Modus denn noch gibt und warum wir nicht einfach wieder Bad Wars und den Rest zusammenfügen. Weil... Ja, moin, Steve, gib mir erstmal voll die Schelle. Schließlich muss man ja wirklich mal sagen, dass, denke ich, ein Bad Wars Gesamtmodus einfach auf Rivi mal wieder so das Geilste wäre, was es gibt, wo du einfach Washer, also diese Leute, die halt absolut keinen Knockback bekommen, und Steve, Alter, willst du mich so ein Mist, wo halt wieder dieses Anti-Knockback mit dem wenig bzw. Knockback verbunden wird, wo aber auch Gold wieder verbunden wird, sodass es einfach ist, wie es halt mal war, sodass, ich glaube, das wird mich mal wieder richtig catchen, weil so Anti-Knockback-Schützer sind eine geile Herausforderung, die man spielen kann. Zwar ist es irgendwo auch irgendwann eklig, wenn man als Nicht-Maus-Abuser oder Nicht-CPS-Schützer gegen solche sogenannten CPS-Schützer spielt, aber es ist halt auch nicht zu ändern so. Es gibt Taktiken, wie man CPS-Spieler als Nicht-CPS-Spieler holen kann, und da muss man dann halt einfach beweisen, dass man, auch wenn die CPS spielen und an sich so von der Taktik her gut sind, dass man dann noch ein Stück besser ist. Würde ich an der Stelle behaupten. Und wenn man dann rumimimi, dann ist es halt so, nur derzeit mit diesem Wash und oh Bruder, mach halt diese. Mit diesem derzeitigen Modus, das catcht mich nicht mehr so, wisst ihr? So, dieser Modus irgendwie, du weißt nicht, ob jemand cheatet, wenn er nur zwei Blöcke fliegt. Jedoch verstehst du auch nicht, wie es manchmal sein kann, dass du 80 Blöcke fliegst. Oder wie es sein kann, dass du halt manchmal selber einfach nur gefühlt einen Block fliegst. So, wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, mich würde da eure Meinung auf jeden Fall übelst interessieren. Vielleicht kann man ja, wenn viele... Ich weiß nicht, ob es sich umsetzen lassen würde oder ob Re wieder einknicken würde. Aber ich denke mal, wenn so viele Leute sagen, yo, das finden wir gerade überhaupt nicht mehr geil. Und wie man an den Spielerzahlen, denke ich, sieht, ist es auch überhaupt nicht geil. Vielleicht lässt sich da irgendwas bewältigen, wisst ihr, von uns auch so. Och, hätte ich nicht... Hallo? Komm. Als ob ich an Fallschaden sterbe, Mann, so ein Mist. Soll ich öfter auf Gomma aufnehmen? Das würde mich interessieren, Leute. Bei 8-1 auf Revi wird ja auch nicht mehr so voll, wie es mal war. Leider Gottes, so. Ich finde das übel schade, wie der Server zur Zeit abkackt. Und das Ding ist auch so, wenn wenig Spieler da sind, hat man auch selber nicht viel Lust zu spielen. Wenn keine 8x1 Runden voll werden, hat man als Solo, der keinen geilen Mate hat, auch nicht wirklich Lust, 4x2 zu spielen. Und dann geht man halt auf einen anderen Server. Oder wenn man eh keine Spiele auf Revi hat und man dann gegen bestimmte Leute spielt, hat man halt auch keine Lust mehr so richtig. Und hier auf Gomme muss ich sagen, die Runde ist gerade übel gechillt. Keine zu guten Gegner, wobei mir Sweat da auch gerade, glaube ich, relativ zusagen würden. Aber auch keine Boss-Spammer, die sich gerade denken, oh, Vlash, ich hasse dich. Ich finde das gerade cool. Es ist eine angenehme Situation gerade. Und oh mein Gott, als ob ich da einfach runtergelaufen bin. Leute, ich möchte nochmal erwähnen, ich habe seit 3 Wochen kein Minecraft gespielt. Also, es tut mir ein bisschen leid, nur ich musste jetzt wirklich schnell eine Aufnahme hier durchhasseln. Weil ich echt keine Lust hatte, euch noch weniger Content zu bieten. Yo, Bruder. Absolut scheiß Knockback ist mal wieder am Start gewesen. Er hat mein Bett doch nicht. War ein Joke. Bruder, hoch. Da haben wir halt beide einmal komplett reingefailt. Cool, jetzt habe ich 1,5 Stacks Wolkenblöcke. Let's go, Mates. Nein, aber wirklich, ich habe zurzeit im Real Life übel viel so am Start, am Tun, am Machen, dies, das, ihr wisst, Leute. Jetzt durch den alten PC, der mir dann 4-5 Stunden Render gekostet hat, ist halt auch ein bisschen mies gelaufen an der Stelle. Aber Leute, jetzt folgen wieder geile Uploads und ich versuche, die nächsten Uploads auch zu bringen, ohne dass ich 3 Wochen kein Minecraft gespielt habe. Ich hoffe, das wird cool. Und oh, Bruder. Ey, fuck, ich habe keine Pigge. Pigge, ich brauche eine Pigge. Kurzer Frieden, okay? Bruder, ich brauche eine Pigge. Ich brauche eine Pigge. Geh mal weg. Nein. Nein, du gehst weg. Ich brauche mal kurz eine Pigge. Kann ich mir kurz hier mal, kannst du mir kurz mal eine Pigge geben? So, Schuss. Und, ja. Leute, ich hoffe, ihr hattet bisher alle einen schönen Tag. Nein, also, oh, man kann in dieses Dreckswasser halt nichts reinsetzen, Bruder. Was denkt er sich hierbei gerade? Nein, ich habe doch keine Leben mehr. Alter, wirklich jetzt, Leute, das ist so ungewohnt einfach. Wenn ich aufnehme, ich höre einfach keinen Mucks von meinem PC, ich höre einfach nichts. Früher war das immer so...
Und jetzt ist es so richtig so halt auf ganz, also auf dieses andere richtig entspannt und der ist runtergefallen, ne? Ja. Keine Ahnung, ich finde das übel gechillt gerade mit meinem neuen PC, Leute. Ich hoffe, euch hat diese komische und etwas failige Aufnahme trotzdem gefallen, weil ich wollte einfach mal ein bisschen talken mit euch. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch weiterhin und ciao, Leute.